So, herzlich willkommen zum zweiten Seminar heute mit dem ja eigentlich unglaublich wichtigen Titel Mitgliederimport aus Excel-Dateien. Natürlich ist es so, dass wir in der Vergangenheit, in der Gegenwart und auch in der Zukunft für alle möglichen Vereine, also für alle Vereine, die NetXP-Verein einsetzen wollen, den Import ihrer Mitgliederdateien eben kostenlos übernehmen. Und ganz ehrlich, da steht bei uns immer drin, einmalig, das stimmt aber nicht, wir haben noch niemals einen einzigen Cent für einen Import verlangt. Also wir haben auch schon Vereine dabei gehabt, die haben wir fünf oder öfter sogar importiert. Man muss aber nicht immer auf uns warten, sage ich jetzt mal, bis eben wir das Ganze importiert haben. Denn wenn Sie eine Excel-Liste Ihrer Mitglieder haben, in der eben alle möglichen relevanten Informationen stehen, dann werden Sie jetzt gleich sehen, dass es nicht mal lohnt, eine E-Mail mit der Datei an uns zu schreiben oder zu schicken. Denn dieser Import einer Excel-Datei kann also ganz leicht von einem Verein selbst ausgeführt werden, wenn er will. Wenn er nicht will, schickt es uns und wir importieren ihm die. Ganz klar. Einen Import oder einen Excel-Import finde ich unter Verwaltung und dann gibt es eben diesen zweiten Punkt von oben, Import. Zusätzlich zu Excel gibt es eben noch eine ganze Reihe mehr Standard- oder sogenannte Standard-Importe. Und zwar ist es zum Beispiel ein SPG-Verein-Standard-Import, ein Firma- und Verein-Standard-Import, ein Basis- Das kennt kein Mensch, weil das beginnt mit Bayern und den Rest weiß ich nicht mal. Also das sind die bayerischen Feuerwehren, die können also auch über einen Standardimporter ihre Mitglieder importieren. Und es gibt also auch einen Standardimport für die sogenannten Provider-Datenbanken. Aber auf die wollen wir ja gar nicht erklären, denn das andere ist wirklich tatsächlich absolut selbst erklären. Ich will Ihnen jetzt mal zeigen, eben wie man aus Excel so einen Mitgliederimport durchführt. Wichtig ist, wenn ich aus Excel importieren will, dass eben die Excel-Datei korrekt aufgebaut ist. Ich zeige Ihnen das jetzt mal ganz kurz, wie so eine Beispiel-Import-Datei aussehen kann. Ganz wichtig innerhalb dieser Import-Datei ist die Tatsache, dass ich Spalten habe. Und diese Spalten, ich meine, das ist in Excel jetzt nichts Neues, dass ich Spalten habe. Und diese Spalten, die müssen homogen sein. Das heißt also, in der Spalte Eintritt sollen halt wirklich tatsächlich von oben bis unten nur die Eintrittsdaten der Mitglieder stehen. Nicht eben beim ersten Mitglied in der Spalte E, beim zweiten F und dann in G, sondern das soll also immer in einzelnen Zellen, soll eben ein bestimmtes Datum eines bestimmten Mitglieds stehen. Das bedeutet eben, ich habe auf der einen Seite Spalten, das sind dann später in NetXP-Vereinen meine Datenfelder. Und ich habe eben hier Zeilen und das ist wiederum nichts anderes als meine Mitglieder. Welche Spalten ich hier habe, das ist relativ einfach. Ich kann hier alle Spalten verwenden, die ich in der Mitgliederliste anzeigen lassen kann. Also alles, was hier drin steht in einem Mitglied, alles, was in einem einzelnen Mitglied möglich ist, sage ich jetzt mal, zu erfassen. Stammdaten, Adressen, Kontakte. Also jedes einzelne Feld kann eben in dieser Excel-Liste erscheinen. Am Beispiel der Beiträge merkt man aber, ui, ich habe jetzt Mitglieder, die haben gar keinen Beitrag, weil es vielleicht Ehrenmitglieder sind. Oder ich habe Mitglieder, die haben 3, 5, 8 Beiträge. Wie soll ich denn das machen, wenn ich pro Mitglied nur eine Zeile habe und jedes Feld eben einzigartig sein muss? Das ist ganz einfach. Und zwar muss ich dann später für jeden Vereinsbeitrag eben eine entsprechende Spalte haben. Ich habe also das bei mir jetzt zum Beispiel gemacht. Sie sehen, in meinem Testverein habe ich viele verschiedene Beiträge. Also ich habe 1, 2, 3, 4, also 5, 6, 7, 8 Beiträge. Und in meiner Excel-Liste gibt es daraus resultierend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Beitragsspalten. Und ich oder auch mein Kollege, der Markus Goran oder jeder andere auch, der macht es so, hier müsste kein X drin stehen. Hier könnte drin stehen eine 1, hier könnte drin stehen ein J, hier kann alles Mögliche drin stehen. Hauptsache, es steht eben was drin oder es steht eben nichts drin. Denn wenn nichts drin steht, wird dieser Beitrag beim Import nicht vergeben. Und wenn irgendetwas drin steht, wird der Beitrag vergeben.
Sollte hier ein Datum drinstehen, dann weiß NetXP-Verein auch später nach dem Import, wann ein Mitglied einem bestimmten Beitrag beigetreten ist. Das heißt also, wenn hier ein Datum drinsteht, dann weiß später NetXP-Verein, dass ein bestimmter Beitrag an einem bestimmten Datum beigetreten ist. Also zum Beispiel hat eben hier mein Höhn Alexander, der hat diesen Beitrag seit 27.12.2000. Aber nur weil das das Eintrittsdatum ist. Also das heißt, wenn ich später in diesen Spalten eben hier einzelne Datums erfasse, dann, also Daten erfasse, dann kann ich eben auch dieses Beitrittsdatum erfassen. In NetXP Freien gibt es einen ganz besonderen Beitrag, und zwar ist es ein sogenannter freier Beitrag. Ein freier Beitrag, das wissen wir ja, kann in seiner Höhe pro Mitglied verändert werden. Jetzt bringt es mir natürlich nichts, wenn ich sage, jawohl, der hat jetzt einen freien Beitrag innerhalb meiner Matrix, sondern hier sollte ich eben dann auch, oder hier muss ich, oder hier kann ich auch zusätzlich eben zu nicht nur ein X setzen, sondern ich kann eben hier mit einer einfachen Dezimalzahl eben auch sagen, wie viel dieser freie Beitrag bei diesem Mitglied oder wie hoch der Beitrag eingestellt werden soll. Wir haben ja jetzt erst vor kurzem einen Beitrag, das heißt vor kurzem, also heute, also vor kurzem, ich meine das in Stunden oder Minuten, heute erst einen Verein importiert, und der hatte also noch ganz viele restoffene Forderungen aus den letzten Jahren. Und den haben wir also jetzt eben diese ganzen offenen Forderungen zusammengerechnet, haben wir einen neuen freien Beitrag eingefügt, und der heißt also einfach nur Restforderung vor 2015. Und dann haben wir eben diese Summen hier eingetragen. Dann weiß man also in jedem Mitglied, wer noch wie viel zahlen muss. Genauso wie das also hier jetzt mit den Beiträgen funktioniert, funktioniert das auch übrigens mit den Sparten. Das heißt, diese Sparten werden ebenfalls genauso in Form einer Matrix eben erfasst. Eben X oder kein X oder eben wieder ein Datum, wenn ich wissen will, wann ein Mitglied eben einer bestimmten Sparte beigetreten ist. Alles andere ist egal. Das heißt, ich habe also da hinten dann zum Beispiel in meiner Testdatenbank noch eine Straße. Soll ich Ihnen mal vielleicht ganz kurz erklären, wie so eine Testdatenbank zustande kommt? Das hier ist die Liste der beliebtesten Vornamen in Deutschland. Das hier ist eine Liste der am häufig vorkommendsten Nachnamen in Deutschland. Das hier ist eine Liste der Straßen aus Memmingen. Und das hier sind irgendwie aus einem Postleitzahlen-Datenbank wahllos irgendwelche Postleitzahlen rausgenommen. Die E-Mail-Adressen gibt es auch nicht, die sind zusammengebaut aus einem Lorum Y-Text. Okay, machen wir weiter. E-Mail privat ist ganz klar, also sollte ich natürlich haben. Die Handynummer, lassen Sie sich bitte von Excel nicht täuschen. Das hier ist eine Exponentialschreibweise, tatsächlich steht aber dieser Wert drin. Wenn Ihnen das nicht gefällt, wenn Sie sagen, nein, ich will jetzt wirklich meine Handynummer drin stehen haben, dann klicken Sie oder markieren Sie die Spalte, klicken mit der rechten Maustaste, wählen Zellen formatieren, wählen unten Benutzer definiert, löschen diesen Namen Standard raus und tragen hier einfach mal 4 oder 5 oder 6 oder 7 Nuller ein. Dann wird Ihnen tatsächlich die Mobilfunknummer angezeigt. Das kann man natürlich mit der Telefonnummer genauso machen. Man kann auch einfach Text eingeben, dann steht die 0 auch vorne noch. Natürlich. Dann kann man natürlich auch einen Text eingeben, ganz genau, dann steht die richtiger, ganz klar. Dann eben der Status, ob der verstorben, ausgetreten, Mitglied, Ehrenmitglied ist, und SEPA-Laststift bei mir erteilt und SEPA-Laststift erteilt am. Das ist also jetzt mal das Wichtigste. Natürlich könnten wir hier noch dazu Facebook was das Geburtsdatum habe ich ja drin. Also alles Mögliche. Also wie gesagt, Sie erfassen hier so viel Sie haben. Je mehr in dieser Excel-Liste drinsteht, desto besser ist es. So, nachdem diese Liste angepasst ist, ich speichere das jetzt mal nicht, geht man eben auf Verwaltung Import, kann eben hier noch auswählen, was man alles importieren will. Und bei mir wären das jetzt zum Beispiel, ich will nicht nur die Mitglieder haben, sondern auch diese Zuordnung zu den Beitragsgruppen, dann eine Spartenzuordnung. Und es kann ja sein, dass ich beim Test schon 1, 2, 3 Mitglieder erfasst habe, so Test-Dummy-Mitglieder. Und die will ich also jetzt, bevor ich importiere, löschen. So, wenn ich das ausgewählt habe, klicke ich unten auf Starten. Jetzt warnt er mich, weil ich gesagt habe, ich will die vorhandenen Daten löschen. Sie haben angegeben, dass sämtliche vorhandene Daten und mittelbezogene Daten vor dem Import gelöscht werden sollen.
Wollen Sie diese Daten wirklich löschen? Fragt er jetzt schon mal. Sag ich, jawohl, weil bis jetzt war nur ein Test drin. Jetzt fragt er mich, eines ist nur ganz wichtig. Eine Sekunde habe ich jetzt vergessen zu erwähnen. Und zwar, um zu verhindern, dass man große Probleme bekommt mit seiner Liste. Excel ist nämlich nicht ganz so einfach. Also Excel an sich gibt es viele verschiedene Versionen und viele verschiedene Dateiendungen. Wenn man sich selbst einen Gefallen machen will und diese Liste angepasst hat, dann geht man bitte her und sagt, natürlich speichere ich das wirklich als Excel-Liste, als XLS oder als XLSX ab. Aber bitte machen Sie Folgendes auch. Klicken Sie auf Datei, Speichern unter, wählen einen Ort aus und wählen bitte hier unten aus CSV-Trennzeichen getrennt und speichern das dann zusätzlich nochmal ab. Machen wir jetzt mal nochmal einen neuen Ordner, Test. In den speichere ich das jetzt mal rein. Wenn ich sage Speichern, dann fragt mich Excel nochmal, einige Features in der Arbeitsmappe gehen möglicherweise verloren. Jawohl, das will ich. Und dann schließe ich Excel und jetzt fragt er mich nochmal, ob ich das speichern will. Aber wie gesagt, wir speichern es ja vorher sowieso als Excel. Also will ich diese CSV-Änderung nicht mehr speichern. Und dann habe ich das jetzt als sogenannte CSV-Datei gespeichert. Wenn ich dann diesen Import starte, dann kann ich eben hier, und glauben Sie mir, das ist wesentlich schneller und wesentlich problemloser, wähle ich hier dann Semikolon getrennte Werte Windows aus, klicke unten auf Weiter, wähle dann meine Importdatei aus, dann kann ich eben sagen, ich will alle Mitglieder importieren, bereits vorhandene Mitglieder nicht importieren, also das heißt, da schaut NetXP-frei nach in der Mitgliederliste, gibt es hier eventuell schon Mitglieder, oder ich sage, ich habe hier Mitglieder drin, aber da sind auch Doppelte dabei und dann muss ich ihm aber sagen, wie er denn das nachweisen soll. Also ist die Mitgliedsnummer, sprich die Mandatsreferenz, ist die eindeutig in diesen Mitgliedern? Oder ist die Mitgliedsnummer in der NetXP-Verein-Datenbank und in meiner Mitgliederdatenbank eindeutig? Oder soll die Kombination aus Nachname und Vorname eindeutig sein? Ja, wie gesagt, also hier kann man eben dann einen zusätzlichen Import starten. Da klicke ich auf Weiter. So, und wer schon mal Outlook gesehen hat, der kennt das. Ich gehe jetzt mal her und mache das folgendermaßen. Ich sage jetzt erstmal zu und dann löschen. So schaut es normalerweise aus. Denn ich kann jetzt schon mal erstmal die Felder zuordnen, die ihr schon mal kennt. Deshalb klicke ich jetzt unten mal auf Standardzuordnung. Jetzt kann ich Ihnen das kurz erklären. Dieses Feld Postleitzahl, das gibt es also als Überschrift in meiner Excel-Datei. Und dieses Feld Postleitzahl finde ich auch genauso benannt in NetXP-Verein. Und wenn diese beiden Feldbezeichnungen genau zueinander stimmen, dann weiß ja NetXP-Verein schon, wo dieses Feld hingehört. Wissen Sie? Der sagt ja, okay, PLZ in der Importdatei, das wird wahrscheinlich bei mir das Feld PLZ sein. Alles, was hier weiß bleibt, kann ich Ihnen auch erklären, das kennt er nicht, das muss ich ihm sagen. Und zwar, ich habe jetzt mal ein paar so Beispiele gesammelt, Beitrag Hauptverein Staffel und hier steht Beitrag Doppelpunkt Hauptverein Staffel. Also hier würde, wenn ich noch einen Doppelpunkt reinmachen würde, würde er das kennen. Das mache ich aber folgendermaßen. Ich klicke dieses Feld an und ziehe bei gedrückter Maustaste, ziehe ich das auf das Feld in NetXP-Verein, in das ich das Ganze importieren will. So. Hauptverein Staffel. Dann Hauptverein Beitragsfrei heißt in meinem Ding Hauptverein Familie Beitragsfrei. Hier bei Squash habe ich mich verschrieben, das soll heißen Squash aktiv, obwohl der Doppelpunkt drin ist, ziehe ich auf Squash aktiv. Beitrag Tennis wird gezogen eben auf Beitrag Tennis Staffel. Beitrag Fußball Sonderumlage ziehe ich ebenfalls hin. Dann Eintritt heißt es in meiner Excel-Datei, in NetXP-Freien heißt es Eintrittsdatum. GEPDAT, Geburtsdatum. SEPA-Lastschrift erlaubt. Kommt auf SEPA-Lastschrift erlaubt, SEPA-Lastschrift erteilt an, gehört auf SEPA-Lastschrift erteilt an. Sehen Sie, da fehlt zum Beispiel nur der Bindestrich immer drin. Merken Sie das? Gut, dann Sparte Fußball, ziehe ich dann eben auf Sparte Fußball, Sparte Gesamt auf Gesamt und Sparte Hauptverein habe ich nicht. Also ich kann auch Felder weglassen und dieses Feld Straße mit Doppel-S ziehe ich dann auf das Straße mit Scharf-S. Und wenn ich das erledigt habe, dann klicke ich eben auf Weiter
Ich mache das jetzt übrigens nicht, denn wenn ich jetzt auf Fertigstellen klicken würde, dann müssten wir ungefähr 2 Minuten warten. Das ist jetzt der Testverein mit 900 Mitgliedern. Das dauert so zwischen 2 und 3 Minuten, bis dieser Verein importiert wäre. Sobald er aber importiert ist, erscheint eine Meldung. Also die Daten wurden erfolgreich importiert. NetXP-Verein muss jetzt neu gestartet werden. Und sobald Sie dann auf OK klicken, beendet sich NetXP-Verein, startet NetXP-Verein und dann schaut es so aus. Das heißt, dann habe ich also alle meine Mitglieder hier drin. Sind also alle hier meine ganzen Mitglieder und ich habe also dann, na, sehen Sie, zu viel versprochen, jetzt muss ich tatsächlich importieren, denn ich habe die kaputt gemacht vorher. Sekunde, also jetzt muss ich tatsächlich einen Import durchführen. Sie werden jetzt gleich merken, dass ich das schon 2, 3 Mal gemacht habe in meinem Leben. Importieren Sie jetzt die Excel-Datei oder die CSV-Datei? Ich habe jetzt, glaube ich, die CSV ausgewählt. Nee, Sie haben die Excel-Datei, weil die CSV haben Sie ja im Test-Ordner gespeichert. Ja. Nein, das ist eine Microsoft Excel CSV-Datei, das ist schon die richtige. Wieso haben Sie sie dann nochmal im Test gespeichert? Wie bitte? Wieso haben Sie sie dann vorher nochmal im Test gespeichert? Weil ich die nicht, weil da die Telefonnummern kaputt sind. Die habe ich heute halt nochmal einmal kaputt gemacht und da sind die noch nicht kaputt. Das ist der einzige Hinter. Ach, Sekunde. Ich habe vorher den Import abgebrochen, das heißt, ich muss NetXP-Verein jetzt einmal kurz beenden und dann nochmal starten. Jetzt können wir uns dann lang unterhalten, denn das dauert, wie gesagt, dauert ein Stück. Ja, wenn es einfach mal 500 rauslöschen. Aus der Excel-Datei. Ja, das kann man auch nicht machen, stimmt. Import Test rein. Sekunde. Ich kopiere jetzt erstmal. Und aus der Kopie löscht man jetzt da mal ein paar raus. Machen wir mal irgendwie. Lassen wir mal 33, also 32 Mitglieder drin. Das ist eine gute Idee. Super Idee. Ab und zu mal kommt aus Franken, aber gut. Nein, nein, das stimmt oft. Ich habe letztes Mal gehört, dass jetzt viele Thüringer nach Franken wollen. Stimmt das? Also ja, da gibt es einen Angliederungsversuch, habe ich im Radio gehört. Na, die wollen Würst. Nein, die sind schon immer Franken gewesen. Die waren schon immer Franken, was ich mitbekommen habe. Nur eben seit dem Zweiten Weltkrieg sind es plötzlich keine Franken mehr und jetzt wollen sie wieder zurück. Also ich will wieder alles, was ich vorher gemacht habe, will ich löschen, jawohl. Windows. Ich bin auch Amerikaner. Ehrlich? Ja, ich habe einen American Support, da haben wir. Jetzt habe ich natürlich den Fehler gemacht, dass ich hier diese Datei nicht zugemacht habe und das will er natürlich auch nicht, das ist ja klar, weil wenn ich, solange diese Datei offen ist, kann ich es natürlich nicht importieren, weil er ja lesend darauf zugreifen muss. So, jetzt habe ich also die eingefügt, sage alle Mitglieder importieren weiter, sage wieder Standardzuordnung. Jetzt muss ich leider das gleiche Nummer machen. Glauben Sie was, das habe ich in meinem Leben schon bestimmt. Ach, also für nicht nur natürlich für den Verein, sondern für ganz, ganz viele andere Vereine, wo ich das bestimmt auch schon. Nur 1000 Mal reicht nicht. Wir nehmen übrigens zum Importieren auch nichts anderes her. Also wenn der Verein will, dass wir importieren, dann machen wir genau das Gleiche. Was passiert, wenn Sie eines nicht zuordnen? Was steht denn dann im Feld? Wird einfach das nicht importiert. Da steht nichts drin in dem Feld. Da steht einfach in diesem Feld nichts drin. Ganz einfach. Das ist die ganze Kunst, sage ich jetzt mal dabei. So, bin jetzt mal fertig. So, und jetzt importiert er. Und wie gesagt, wir haben jetzt bloß noch 32 Mitglieder, was natürlich wesentlich schneller geht. Aber das ist ja nur, wenn man NetXP ja, als Neuling anfängt, ne? Ja, klar, sicher. Aber wir haben also, wie gesagt, also ungefähr 50% unserer NetXP-Vereinbenutzer haben mehr als einen Verein. Der Spitzenreiter hat
gestern jetzt nachgeschaut, 24 oder 25 Vereine. Das ist diese Frau? Nein. Mit der würde ich mich mal gerne unterhalten. Warum? Weil Pudding keine Geräten hat. Warum? Ach so, Sie meinen unseren Profi. Nein, das ist nicht ja. die. Nein, nein, das ist nicht die. Das ist ein Ehrenamtler. Na, Sekunde. Ja. So, also, nachdem der Import abgeschlossen ist, steht eben hier, Datenimport erfolgreich abgeschlossen, NetXP-Verein wird neu gestartet. Ich logge mich wieder ein. Und oh Wunder, ich habe eben hier wieder beim ersten Mal Mitgliederladen. Dauert es immer ein bisschen. Nein, ich habe doch die große Datei importiert. Sehen Sie es? Ach, ich habe die falsche. Ich habe die, es macht nichts. Also wir haben jetzt 794, nicht 30, sondern 794 Mitglieder importiert. Ja, gut. Also so schnell geht es. Und wie gesagt, das ist also wirklich überhaupt kein Hexenwerk. Gibt es noch Fragen dazu?